Vor ein paar Monaten kaufte ich mir einen Philips CD-i. Die Idee dahinter war, dass ich ein Aufstieg- und Fallvideo zu dieser Konsole produzieren wollte. Ähnlich wie ich es vor kurzem mit dem 3DO getan habe. Vor ein paar Wochen erwarb ich dann die ominösen Nintendo-Spiele für die Konsole. Ihr wisst schon, Hotel Mario und die drei Zelda-Spiele. Und diese Games gelten bekanntlich als die schlechtesten Mario- und Zelda-Spiele überhaupt. Aber ist das wirklich wahr oder handelt es sich bei der Aussage nur um übertriebenes Geschwätz von einigen YouTubern, die die Spiele einfach nicht verstanden haben? Tja, ich habe mich in den letzten Tagen selbst hingesetzt und alle vier Spiele gespielt. Und genau darum soll es heute im Video gehen. Wir schauen uns die Spiele genauer an, gehen der Frage nach, warum Mario, Link und Zelda auf einer Nicht-Nintendo-Konsole einen Auftritt hatten, und was die Spiele auf dem CD-i so hergeben. Also, ganz viel Spaß! Bevor wir uns mit der Entstehungsgeschichte beschäftigen, möchte ich mich an dieser Stelle bei RixFix bedanken, der meinen Philips CD-i wieder hingekriegt hat. Denn als ich die Konsole erhielt, musste ich feststellen, dass das Laufwerk nicht richtig funktionierte. Der Bastian aka RixFix, wie er sich auf Twitch und YouTube nennt, nahm sich der Sache an und reparierte mir das Laufwerk in Handumdrehen. Vielen lieben Dank. RixFix hat sich der Reparatur von jeglicher Hardware verschrieben, was ich sehr interessant und löblich finde. Getreu dem Motto reparieren statt wegschmeißen, weckert er in seinen Twitch-Streams live an diversen Konsolen, egal ob neu oder alt. Wenn ihr also etwas habt, was kaputt, aber zu schade zum Wegwerfen ist, dann ist Bastian euer Mann. Einen Link zu seinen Twitch- und YouTube-Kanälen findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt aber zurück zum CD-i. Über den Philips CD-i werde ich in naher Zukunft im Rahmen eines Aufstieg- und Fallvideos noch genauer sprechen. Daher werde ich in diesem Video nicht so stark auf das System eingehen. Nur so viel. Das CD-i wurde immer als ein All-in-One-Entertainment-System von Philips beworben und war nie als reine Videospielkonsole gedacht. Daher ist die Systemarchitektur auch nicht sonderlich gut für die Spieleentwicklung geeignet. CD-i ist auch nicht der Name der Konsole, sondern des CD-Mediums, das auf dem dafür ausgelegten Gerät abgespielt wird. Es ist also eher ein CD-i-Player, ähnlich wie ein VHS- oder DVD-Player damals. Aber wie gesagt, in meiner anstehenden Doku zu dem System werde ich das noch genauer erläutern. Trotzdem erschienen von 1990 bis 1996 125 Spiele für den CD-i-Player, die mal mehr, mal weniger gut waren. Und vier davon kamen mit Nintendo-Charakteren daher. Das resultierte aus einem Vertrag, den Philips mit Nintendo Anfang der 90er Jahre einging. Damals ging es darum, ein CD-Add-on für das Super Nintendo zu entwickeln, nachdem Nintendo die Zusammenarbeit mit Sony gecancelt hatte. Leider kam das Disc-Add-on nie heraus, da Nintendo sich durch den Sega CD-Flop darin bestärkt sah, weiter nur an der Modultechnologie festzuhalten. Durch eine Vertragsklausel durfte Philips jedoch bestimmte Nintendo-Charaktere in eigenen Spielen nutzen und für ihren CD-i-Player veröffentlichen, was sie auch taten, nachdem sie Anfang 94 damit begannen, den CD-i-Player marketingtechnisch als Videospielkonsole darzustellen. So erschienen über einen Zeitraum von knapp 2 Jahren 4 Spiele. Hotel Mario, Link, The Faces of Evil, Zelda, The Wand of Gamelon und Zelda's Adventure. Ein weiteres Mario-Spiel wurde als direkter Nachfolger zu Super Mario World entwickelt und befand sich in einem frühen Alpha-Stadium, aber die Entwicklung wurde relativ schnell wieder eingestellt, auch wenn im Netz ein spielbarer Prototyp existiert, um den es hier aber nicht gehen soll. Alle 4 Spiele wurden von westlichen Studios entwickelt und von Philips vertrieben. Sie alle waren zwar von Nintendo lizenziert, wie man auf den Hüllen erkennen kann, aber im Spiel selbst taucht das Nintendo-Logo nirgends auf und die Japaner distanzierten sich auch schnell von den Games, als die erste Welle der Kritik hereinbrach. Heutzutage weigert sich Eiji Aonuma, die Spiele zum Canon der Zelda-Reihe dazuzuzählen, was aus ihnen quasi inoffizielle Spin-offs macht. Zuerst veröffentlichte Philips Ende 93 die beiden Zelda-Spiele Link, Faces of Evil und Zelda Wand of Gamelon. Dieses Release ist bis heute etwas ganz Besonderes. So erschienen beide Zelda-Spiele am gleichen Tag und Zelda The Wand of Gamelon ist bis heute das erste von 2 Zelda-Spielen, das euch erlaubt, in die Haut der namensgebenden Prinzessin zu schlüpfen.
Beide Spiele wurden parallel von einem russisch-amerikanischen Studio entwickelt. So bestand Philips damals darauf, dass die technischen Möglichkeiten der CDI-Hardware bei den Spielen zum Einsatz kamen, wie das CD-Laufwerk, Full-Motion-Video und CD-Audio. Dafür erhielt Animation Magic $600.000 Budget und die Auflage, die Spiele in etwas mehr als einem Jahr zu entwickeln, was dazu geführt hat, dass die Games sehr viele Gemeinsamkeiten besitzen. So sind die Spielengine, das allgemeine Gameplay, die Zwischensequenzen und auch die Machart der Grafiken bei beiden Spielen identisch, was sie quasi in denselben Bereichen gut und auch schlecht macht. Fangen wir mit Link Faces of Evil an, da ich das Spiel als erstes gespielt habe. In einem voll vertonten Intro lernen wir den König, Link und Zelda kennen. Link beschwert sich, dass er Langeweile hat und fragt sich, was Ganon so treibt. In diesem Augenblick schwebt der Zauberer Gwonam auf seinem fliegenden Teppich in den Palast und erzählt, dass Ganon das Land Kuridai überfallen und nun fest in seiner Hand hat. Nur Link kann Ganon aufhalten, weshalb sich Link auf den fliegenden Teppich schwingt und nach Kuridai fliegt, um dort wieder für Ordnung zu sorgen. Was direkt ins Auge sticht, ist die Qualität der Zwischensequenzen und vor allem die urkomischen Animationen der Charaktere. Animation Magic hatte die Zwischensequenzen bei einem russischen Animationsstudio in Auftrag gegeben und die Animatoren sogar dafür extra aus Russland eingeflogen. Und eben jene Zwischensequenzen sind so schlecht gemacht, dass sie schon zu schlecht sind, um wirklich schlecht zu sein. Über die Jahre haben die Zwischensequenzen einen absoluten Kultstatus erreicht und besitzen unendliches Meme-Potenzial. Im Verlauf des Abenteuers trifft Link auf weitere Charaktere, die allesamt durch solche Zwischensequenzen zum Leben erweckt werden, was dem Spiel einen ganz eigenen Charme verleiht, wenn man sich darauf einlässt. Natürlich stellen diese beiden Zelda-Spiele das erste und einzige Mal dar, dass Link in einem Zelda-Videospiel eine Stimme hatte. Etwas, das wir von Nintendo bis heute nicht gesehen bzw. gehört haben. Can defeat Ganon. Great, I'll grab my stuff. There is no time. Your sword is enough. How about a kiss for luck? You've got to be kidding. Spielerisch bekommen wir es bei Link Faces of Evil mit einem Mix aus Action, Jump'n'Run und Adventure zu tun, das leichte Metroidvania-Anleihen birgt. So landet man nach der ersten Zwischensequenz auf einer Karte des Landes Kuridai und darf sich mit einem Cursor den Bereich aussuchen, den man erkunden möchte. Anfangs stehen euch nur drei Bereiche zur Verfügung und erst nach dem Beenden dieser erhält man Zugriff zu anderen Bereichen. Stellt es euch als einen Mix aus Zelda 2 vom NES vor, das einen Level-Select-Bildschirm wie ein Jump'n'Run hat, aber mit einer offenen Levelstruktur daherkommt, die an Metroid erinnert. Dabei gibt euch das Spiel keinerlei Informationen, was zu tun ist oder wohin man gehen soll. Link, Faces of Evil, verlässt sich ganz auf den Entdeckerdrang der Spieler. Einzig die verschiedenen NPCs geben euch Hinweise, auch wenn vieles davon sehr vage ist. Und genau dieser Umstand machte mir anfangs zu schaffen. Das lag aber eher daran, dass ich mich an die miserable Steuerung gewöhnen musste. Und dabei habe ich schon mit Hilfe eines CDI-Bluetooth-Adapters mit einem normalen Controller gespielt. Mit dem herkömmlichen Infrarot-Fernbedienungshybrid des CDI ist das Spiel überhaupt nicht spielbar. Und selbst mit einem traditionellen Controller hatte ich meine Schwierigkeiten, was an recht vielen Dingen liegt, die die Entwickler einfach vergeigt haben. So sind die Kollisionsabfrage und Hit Detection ein Graus. Dazu kommt, dass sich Link sehr träge steuert und mit seinem Schwert nur über eine geringe Reichweite verfügt. Da der CDI-Controller nur zwei Knöpfe besitzt, sind alle Aktionen, die das Spiel bietet, auf diese beiden Buttons verteilt. Mit dem ersten Action-Button schlägt Link zu, mit dem zweiten Button triggert man Items. Der zweite Action-Button ist aber auch noch dafür da, um ins Menü zu gelangen oder Türen zu öffnen. Ihr könnt euch daher vorstellen, wie schnell man sich vertut. Steht man zu nah an einer Tür und will einen Gegner mit Bomben angreifen, wirft man nicht die Bomben, sondern öffnet die Tür. Andersherum kann es aber passieren, dass man nicht im Frame der Tür steht, diese öffnen möchte und stattdessen ein wichtiges Item nutzt. Es ist ein Graus und sehr gewöhnungsbedürftig. Gesprungen wird, wenn man auf dem D-Pad nach oben drückt. Und lasst mich davon am besten gar nicht anfangen. Die Sprünge sind träge und ungenau. Link fällt durch die kleinsten Hindernisse, was euch das Leben kostet. Ach ja, verliert man dreimal in einem Bereich, wirft euch das Spiel wieder auf die Oberweltkarte zurück und ihr müsst von vorne spielen. Zumindest behaltet ihr eure bis dahin gesammelten Rubine und alle Items, die ihr vor eurem Ableben gefunden habt, was auch bitter nötig ist, da man sich einige Items teuer kaufen muss.
Und ich bin vor allem anfangs sehr oft draufgegangen, auch weil die Gegner teilweise random vor euch auftauchen und euch innerhalb weniger Sekunden die Energie rauben. Kurz gesagt, nach den ersten 10 Minuten war ich schon genervt und hatte keinen Bock mehr. Allein schon der Umstand, dass man Rubine einsammelt, indem man mit dem Schwert nach ihnen schlägt, hat mich wahnsinnig gemacht. Aber ich bin dran geblieben und je mehr ich gespielt habe, umso besser kam ich ins Spiel rein und empfand nach gut einer halben bis dreiviertel Stunde sowas wie Spielspaß. Hat man sich einmal an die Steuerung gewöhnt, weiß, wie man Gegner am besten treffen kann und erhält weiter Zugang zu neuen Arealen, kann Link Faces of Evil bedingt Spaß machen. Es existieren zwar keine Rätsel, aber das Grübeln darüber, mit welchem Item, wo man am besten weiter vorankommt, hat mir gut gefallen. Außerdem wird das Spiel mit zunehmenden Items und neuen Waffen leichter, auch wenn neue Areale immer noch sehr viel Trial and Error Passagen bieten. Ziel ist es, in 7 Bereiche vorzudringen, die von Ganons Schergen besetzt sind. Diese Bereiche werden auf der Karte als Fratzen dargestellt, die namensgebenden Faces of Evil. Hat man alle Bosse besiegt, stellt man sich am Ende Ganon und befreit Korridai. Dabei können die Credits bereits nach gut 3-4 Stunden über den Bildschirm flimmern. Geübte Spieler kommen sicherlich auch in unter 2 Stunden durch das Spiel, was natürlich ein absoluter Witz für ein Zelda-Spiel ist. Aber wisst ihr, bei all den schlechten Designentscheidungen und Gameplay-Schwächen komme ich nicht umhin, dem Titel einen gewissen Charme abzusprechen. Dazu tragen nicht nur die trashigen Zwischensequenzen bei, sondern auch die verschiedenen Levelumgebungen, die in einer Art Bilderbuchstil daherkommen und der durchaus stimmige Soundtrack des Spiels. Hätte Link The Faces of Evil in spielerischer Hinsicht etwas mehr Feinschliff erhalten, hätte es durchaus spielbar werden können. Allein, weil es so anders ist im Vergleich zum Rest der Zelda-Reihe. Aber so wie es ist, ist der Titel nur absoluten Zelda-Masochisten zu empfehlen, die kein Problem damit haben, sich mit zahllosen Schwächen zu beschäftigen, und ich kann durchaus nachvollziehen, warum es so eine Reputation hat und Nintendo nichts damit zu tun haben will. Das führt mich zu Zelda The Wand of Gamelon, und da beide Spiele ja parallel entwickelt wurden, könnt ihr euch sicher denken, dass ich über das Spiel nichts anderes zu berichten habe. Es spielt sich wirklich haargenau so wie The Faces of Evil. In einer Intro-Sequenz bittet der König von Gamelon um Hilfe, weil Ganon in sein Land eingefallen ist. Der König macht sich auf die Rettungsaktion und verschwindet. Zelda schickt Link aus, um nach dem Rechten zu sehen. Als dieser auch nicht zurückkehrt, nimmt Zelda das Schwert selbst in die Hand und reist mit Impa nach Gamelon. Rein erzählerisch besitzen die Spiele auch keine Überschneidungen bzw. bauen auch nicht aufeinander auf. Es ist also völlig egal, welches man zuerst spielt. Nach dem Intro findet man sich erneut auf einer Oberweltkarte wieder und erneut sind nur 3 Gebiete zugänglich. Da ich jedoch mit Link Faces of Evil bereits Erfahrungen gesammelt hatte, kam ich in dieses Spiel erstaunlich schnell rein, was sich vor allem in der Steuerung bemerkbar machte. Mit Zelda konnte ich deutlich schneller durch die Bereiche laufen, Gegner bekämpfen und mit NPCs sprechen, die mir wichtige Items und Tipps gaben. Leider ist die Steuerung hier genauso mies wie bei Faces of Evil, was dem Spiel in denselben Bereichen das spielerische Genick bricht und von Spielern, die sich darauf einlassen wollen, sehr viel Geduld abverlangt. Auf der anderen Seite haben mir aber auch hier die verschiedenen Locations, die Items und die Musik gefallen. Und ich würde mich nur wiederholen, wenn ich jetzt noch mehr über das Spiel erzählen müsste. Es ist wirklich haargenau so wie Faces of Evil mit dem Umstand, dass man hier Zelda spielt. Daher möchte ich keine Zeit verlieren und über das dritte Nintendo-Spiel sprechen, das im April 1994 auf dem Philips CD-i-Player erschien, Hotel Mario. Wer nun ein abwechslungsreiches 2D-Jump'n'Run erwartet, könnte aber enttäuscht werden, denn bei Hotel Mario handelt es sich um ein Geschicklichkeitsspiel. Entwickelt von Fantasy Factory, zählt auch Hotel Mario nicht zum Canon der Mario-Spiele, was sicherlich niemanden verwundern mag. Obwohl es eine Zeit gegeben hat, als Nintendo laut Quellen darüber nachdachte, Hotel Mario für das SNES zu veröffentlichen. Ihr spielt Mario und müsst 7 Hotels aufsuchen, da Bowser erneut Prinzessin Peach entführt hat und sie in den Hotels gefangen hält. Auch hier gibt es natürlich diese urkomischen FMV-Sequenzen, denn wie gesagt, Philips wollte die Stärken des CGI ausspielen. In den Hotels gilt es dann in je 9 Levels alle Türen zu schließen, bevor im 10. Bereich ein Boss wartet und man nach dem siegreichen Bestehen ins nächste Hotel läuft.
Dabei gestalten sich die Level über mehrere Ebenen, die mit Hilfe von Fahrstühlen erreicht werden können. Zahlreiche Feinde aus dem Mario-Universum stellen sich euch aber in den Weg, was anfangs aber gar kein großes Problem darstellt. In bekannter Mario-Manier kann man auf die Feinde springen und diese ausschalten. Erst im späteren Spielverlauf gesellen sich A. mehr Gegner hinzu und B. machen diese geschlossene Türen wieder auf, was den Schwierigkeitsgrad natürlich deutlich erhöht. Dazu kommt noch ein Timer, der euch in jedem Level nur begrenzt Zeit gibt, alle Türen zu schließen. Und das Spielprinzip mag nun seicht und vielleicht auch langweilig klingen, aber in der Praxis macht Hotel Mario durchaus Spaß, zumal hier der Schwierigkeitsgrad ab dem dritten Hotel rasant zunimmt. Dabei kommen die 7 Hotels auch mit unterschiedlichen Settings daher, was dem Spiel eine gewisse Abwechslung verleiht. So gehen in einem Hotel zum Beispiel die Lichter an und aus, was die Gefahr erhöht, von nicht gesehenen Feinden getroffen zu werden. Ein anderes Hotel hat wiederum eisigen Boden, über den Mario mehr slidet als läuft, was die gesamte Spieldynamik verändert. Abgesehen davon bleibt das Spielgeschehen aber leider gleich. Außer ein paar Pilzen, die Mario mehr Hitpunkte verleihen, bietet euch das Spiel nichts, was es auf Dauer interessant macht, und so ist man nach einem Durchgang befriedigt, da man einfach alles gesehen hat. Dennoch ist es bei weitem nicht so schlecht, wie viele heutzutage behaupten. Hat man einen Kumpel zur Hand, kann man Hotel Mario sogar zu zweit spielen, wobei Spieler 2 dann Luigi übernimmt und man sich in den Levels abwechselt. Ich finde es sogar schade, dass Hotel Mario auf dem CDI sein Dasein fristet und wohl nicht mehr auf einer anderen Plattform erscheinen wird. Ich denke, dass das Spiel mit einem kompetitiven Online-Multiplayer-Ansatz auf der Switch ganz gut funktionieren könnte. Für mich ist Hotel Mario definitiv das Beste der 4 Nintendo-Spiele auf dem CDI-Player. Und damit kommen wir wohl vom besten Nintendo-Spiel zum schlechtesten. Zelda's Adventure, auch wenn es auf den ersten Blick recht vielversprechend klingt. Das Action-Adventure wurde 1995 als eines der letzten CDI-Spiele veröffentlicht und bringt diverse Änderungen im Vergleich zu den anderen beiden Zelda-Spielen mit sich. So wurde es nicht mehr von Animation Magic entwickelt, sondern vom Entwicklerstudio Viridis, die zuvor nur 4 Spiele für PC und den 3DO veröffentlicht hatten. Das Alleinstellungsmerkmal von Zelda's Adventure sind wohl die Full-Motion-Video-Zwischensequenzen, die bis heute eine absolute Ausnahme in einem Zelda-Spiel darstellen. Dieser realitätsnahe Stil zieht sich übrigens auch durch das gesamte Spiel, da die Spielwelt aus digitalisierten Bildern besteht und auch alle Charaktere digitalisierte Personen darstellen. Der Stil steht in starkem Kontrast zu den anderen beiden Zelda-Spielen, was ich aber recht gut finde, da man sich hier wirklich in ein komplett anderes Spiel versetzt fühlt. Wie der Name schon sagt, schlüpft man hier erneut in die Rolle von Zelda, die im Land Tolemak den bösen Ganon ausschalten und Link befreien muss. Dafür bereist sie in typischer Zelda-Top-Down-Manier das Land, spricht mit NPCs und muss sich in 7 Verliesen beweisen und 7 magische Amulette bergen. Und was nach einem typischen Zelda klingt, spielt sich auch so, mit ganz, ganz vielen Abstrichen. So erinnert Zelda's Adventure tatsächlich an das allererste Zelda-Spiel vom NES. Man wird in die Spielwelt geworfen und weiß überhaupt nicht, was man tun soll oder wohin man gehen muss. Ähnlich wie in Links erstem Abenteuer muss man sich seinen Weg bahnen und dabei die 7 Verliese ausfindig machen, was ich ja grundsätzlich begrüße, da das die Neugier fördert, wäre Zelda's Adventure nur nicht so müßig und anstrengend zu spielen. Diese Anstrengungen sind leider technischer Natur. So leidet das Spiel unter krassen Ladezeiten. Jedes Mal, wenn man einen neuen Bereich betritt, muss das Spiel ein paar Sekunden laden, was zur reinen Geduldsprobe wird und in meinen Augen das absolute No-Go darstellt. Hinzu kommt, dass ihr erneut an den Anfang des Spiels katapultiert werdet, wenn ihr beim Erkunden das Zeitliche segnet, was bedeutet, dass ihr euch die ganze Tortur immer und immer wieder antun müsst. Einzig in Dungeons wirft euch das Spiel an den Anfang des Dungeons zurück, viel besser macht es das Spiel aber dadurch auch nicht. Die Kämpfe sind das nächste Übel. Mit einem Stab könnt ihr euch anfangs zur Wehr setzen, was leider genauso schlecht funktioniert wie in den anderen beiden Zelda-Spielen. Schuld sind erneut eine miserable Hit-Detection und Kollisionsabfrage bei Gegnerkontakt. Es kommt vor, dass ihr in einen neuen Bereich gelangt und die Gegner auf eure Position gespawnt werden, was den sofortigen Tod bedeutet. Und das frustriert. Abgesehen davon birgt das Spiel tatsächlich ein paar coole Gameplay-Elemente. Die Welt ist nett anzusehen, zumindest auf einem Röhrenfernseher. Die NPCs sind alle vertont und das allgemeine Gameplay ist durchaus Zelda-tauglich. Aber die technischen Hürden der CDI-Hardware erlaubten es damals den Entwicklern nicht, das Spiel so zu bauen, wie es ursprünglich gedacht war.
So musste Zeldas Adventure diversen Aussagen nach stark beschnitten werden, um auf dem CDI lauffähig zu sein. Und das ist sehr schade, da wir hier ein Paradebeispiel dafür bekommen haben, wie sehr ein Spiel unter schwacher Hardware zu leiden hat. Solltet ihr euch aber dennoch durchboxen wollen, ist Zeldas Abenteuer leider nach gut 4-5 Stunden vorbei, was ebenfalls nicht für das Spiel und den CDI spricht. Aufgrund der hakeligen Steuerung und der grottigen Technik bevorzuge ich sogar die anderen beiden Zelda-Spiele etwas mehr, und das muss schon was heißen. Und das waren sie, die 4 Nintendo-Spiele auf dem Philips CDI. Für mich sind die Games alle ein wahnsinnig interessantes Stück Videospielgeschichte, und ich bin froh, mir selbst ein Bild davon gemacht zu haben. So brachial schlecht wie alle sagen, finde ich die Spiele gar nicht, was nicht heißen soll, dass sie alle gut sind. Nein, eher im Gegenteil. Nun, vielleicht abgesehen von Hotel Mario. Die Zelda-Spiele leiden alle an der Technik und vielen Schwächen im Spieldesign, aber sie sind dennoch einen Blick wert, einfach nur, um sich die Zwischensequenzen anzuschauen oder einen Einblick zu bekommen, wie sich westliche Entwickler das Zelda-Universum vorstellten. Mich würde nun interessieren, was ihr von den Spielen haltet. Habt ihr die 4 Titel gespielt und könnt ihr da etwas zu sagen? Oder habt ihr die Spiele heute zum ersten Mal gesehen, da der CDI als Videospielkonsole bei uns in Deutschland ja nicht wirklich bekannt war? Sollte euch das Video gefallen haben, freue ich mich über ein Like und ein Abo, falls nicht schon geschehen. Freut euch auf die kommende CDI-Doku, da werde ich noch viele andere Spiele zeigen. Bis dahin bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Danke auch an alle meine Patrons und Kanalmitglieder für den monetären Support, ohne den solch ein Video nicht möglich gewesen wäre. Bis zum nächsten Mal hier auf Spielwelten. Adios, euer Andi.